In Europa veränderten ab dem Ende des 15. Jahrhunderts neue Erkenntnisse sowie zahlreiche Entdeckungen und Erfindungen das Leben und Denken der Menschen. Das alte Weltbild wurde zum Beispiel in der Astronomie komplett verändert, die Himmelskunde. Noch aus der Antike stammt die Lehre des griechischen Mathematikers und Astronomen Claudius Ptolemäus. Nach seiner Vorstellung bildete die Erde den Mittelpunkt des Universums. Ab dem Ende des 15. Jahrhunderts erkundeten wagemutige Seefahrer die Weltmeere. Sie starteten vor allem von Spanien und Portugal aus. Ihr wohl wichtigster Antrieb war die Entdeckung eines Seewegs nach Indien. Aber warum gerade nach Indien? Der Name Indien stand damals nicht nur für das gleichnamige Land. Er umfasste auch angrenzende Regionen in Südostasien und China. Es ist der 31. Oktober, ein Tag, der in die Geschichte eingehen wird. Ein Mann in einer Mönchskutte nähert sich der Schlosskirche von Wittenberg. Martin Luther, Mönch und Doktor der Theologie an der Universität zu Wittenberg. Er nagelt mit einem Hammer einen Bogen Papier mit 95 Lehrsätzen an die Kirchentür, die 95 Thesen. In 1608 gründeten die Protestanten ein Militärbündnis, die Union. Der Kaiser und die katholischen Fürsten bildeten ein Gegenbündnis, die Liga. Schauen wir uns die Machtverhältnisse im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation an. Dazu gehörten 1618 rund 300 Fürstentümer, Grafschaften und Reichsstädte.